Wunderschönen guten Nachmittag. Endlich mal. Nach circa 10 Stunden voll auf Bildschirm. Aber es hat alles seine Gründe. Gott sei Dank. Sonst wäre es ein bisschen schlecht. Nö. So, Twitch, was willst du von mir? Twitch möchte, dass ich was einstelle. Twitch kann mich mal. So, geht doch. Ah, wenigstens hat das Bildschirm mal gewechselt. Das ist auch schon mal was wert. Dankeschön. Ja, nicht zu laut, bin ich zu leise. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es gerade so ein bisschen ausprobieren. Wenn ich mal so den Kopfhörer so zur Seite tue, müsste das aber eigentlich ohne Probleme funktionieren. Und nicht am Mikrofon rumwackeln, müsste es eigentlich auch kein Problem sein. So. Guten Tag. Guten Tag und erstmal irgendwo auf Monitor-Dings gehen. Bezüglich dem Spiel, was wir spielen wollen. Denn aus irgendwelchen Gründen funktioniert die Game Capture nicht. So. Habe ich glaube ich schon 10 Millionen Mal erwähnt, aber es wundert mich halt immer noch, warum das nicht geht. Ich wundere mich gerade, wie zum Teufel ich diese Bauchblende da oben platziert habe. Die ist nämlich nicht symmetrisch oben drüber. Das sehe ich ja auf Anhieb. Na komm. Warum habe ich das Ding eigentlich Bauchblende genannt, diese Kopfblende? Fail. Passiert. So, ihr müsstet jetzt so lange so sicher was sehen, das tut ihr auch. Schön zwar mit Taskleiste, aber das juckt mich ja nicht. Immerhin. Gut, so. Ich dachte mir, ich spiele nochmal eine kleine Runde Cities Skylines an diesem wunderschönen Mittwochnachmittag. Wir haben ungefähr halb vier durch. Und, ja. Wie ihr unten schon sehen kann, ich habe ein paar Mods aktiviert. Nicht die oben wunderschönen Standard-Mods mit irgendwas Spiel vereinfachen oder verschweren, sondern im Sinne von wir können unsere Stadt jetzt auf 25 Kästchen erweitern. Diesen Mod haben wir drin. Steht hier immer. Chip, Chirpy Exterminator. Dieser scheiß Vogel da oben ist weg. Regt mich ja sowieso nur auf. Den Mod habe ich gefeiert, dass es den gibt. First-Person-Kamera, das heißt, man kann mal auf Personen ranzoomen. Nicht so, wie ich das immer mache, sondern tatsächlich auf die wie heißt das denn jetzt? Man klickt eine Person an, geht auf den Kameramodus und ist dann quasi, oder auf ein Fahrzeug oder sonst was. Dieser Mod wurde mir übrigens vorgeschlagen auf YouTube von einem netten Herren oder Damen, einer netten Dame, ich weiß es nicht. Kann ich gerade nicht sagen. So, Terraform Tool, wir haben die Erlaubnis unseren Boden ein wenig anzupassen. Theoretisch ja jetzt nichts so großartig Schlimmes, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Jeder Bürgermeister kann sich ja irgendwo ein Loch buddeln lassen. Den Realismus der Stadt schadet es mal nicht, wenn wir das drin lassen. Wir werden es auch nicht übertrieben nutzen, ja? Toggle Traffic Lights, Roof or Add Traffic Lights and Intersections. Tools can be selected in the Roads Menu. Ja, das ist auch übrigens so eine Sache, die ich drin habe, weil ich an manchen Autobahnen stehen da an Ampeln, nur weil ich da die Abfahrt auf drei Spuren erweitert habe und der dann denkt, da muss eine Ampel hin oder was weiß ich nicht was. Deswegen, wir können Traffic Lights, also Ampeln, deaktivieren oder bauen. Also, genau wie jedes andere Objekt in diesem Spiel auch. Und darunter diesen Tsunami-Desaster-Mod, den machen wir natürlich aus. Ich will keinen Tsunami auf unsere wunderschöne Stadt drauf klatschen. Ach ja. So, dann würde ich mal sagen, wir laden unser kleines klitzekleines Stream. Städtchen dort, das sieht im Moment ja noch so aus mit diesen zwei Chaosbrücken schlechthin. Apropos, wir können mal vorher diesen den Inhalt hier habe ich aus dem Workshop runtergeladen. Kann man natürlich auch mal einmal anzeigen. Einfach beim Workshop Los Santos eingeben bei City Skylines in dem Workshop natürlich. Ach jo. Wahnsinnige Gebietsabgrenzungsaufforderungen im Auge, um zu sehen, welche Art von Gebieten sich hier rüber wünschen. Man kann das auch kompliziert nennen, das Teil. Guck doch einfach auf die Tabelle unten, heißt das. Guck auf die Striche. Ist nicht so schwer. Man kann es auch umschreiben. Ach jo. Könntest du mal laden, dieser dringende Vogel dort? Er dreht sich, er dreht sich, er dreht sich. Ich finde es übrigens lustig, dass bei Twitch heute wieder irgendwas nicht stimmt oder mit mir irgendwas nicht stimmt. Ablehnen, nicht Bankrottannahmen. Das hat nur den Grund, dass ich
nicht den einen Mod drin habe, mit unendlich. Aber das hier ist von jemandem im Steam Workshop gebaut worden. Stellt mich jetzt nicht vor die Frage, was zum Teufel? Hier ist eine Abwasseranlage, ernsthaft? Nein, das sieht nur so aus, oder? Keine Ahnung. Also das hier wurde von einem netten Herrn aus dem Steam Workshop gebaut, der sich hier größte Mühe damit gegeben hat. Wow, was macht das Schiff dort? Ach, das ist vom... Naja, das hier ist nämlich... Ich muss auf Pause lassen, weil wir machen ein zu großes Minus. Das hier ist, wie man unschwer erkennen kann, aus GTA 5 Los Santos. Mit allen möglichen Kleinigkeiten. Also wirklich, er hat sich echt Mühe gegeben, aufs Detail genau irgendwo diese Sachen hinzubauen oder diese Straßen hinzubauen. Ich finde das unfassbar, unfassbar genial. Natürlich auch mit Terraform Tools, die Berge und sonst was für Ort. Eine solche Karte gibt es natürlich nicht. Wenn wir jetzt hier aus dem Modus gehen, der hat auch diese 25x25 Mod drin gehabt, dass wir jedes Grundstück hier kaufen können, die maximale Anzahl sozusagen. Aber wie wir sehen, er hat hier tatsächlich sich Mühe gegeben. Da ist der Mod Chilliard. Nein, da ist er nicht. Bullshit. Wo ist er? Da ist er. Meine Güte. Da ist zwar eine Stromleitung hochgelegt. Das ist ja auch wirklich so, aber die ist dann natürlich nicht angeschlossen, denn es ist keine Stromleitung, sondern es soll die Seilbahn demonstrieren, denke ich mal. Davon gehe ich im Moment aus, die natürlich auch hier runter geht. Da ist auch die Eisenbahnlinie, ja. Da ist dieses Sägewerk-Zeuges, was er da hingelegt hat. Hier unten ist der Eingang zur Seilbahn. Damit hat er mit diesem Häuschen hier gebaut. Nachbarschaftsladen, jo. Daneben ist mal so ein Friedhof. Hier unten sind wir in dieser klitzekleinen Einöde, wo man sich so schön verstecken kann. Hier ist ein Güterbahnhof, das ist auch in Wahrheit so. Also ich muss schon ehrlich sagen, das ist mega, mega nice gebaut. Was ist das hier unten? Das ist eine Müllhalde, die vollkommen überfüllt ist. Ja, logisch. Ich find's schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wer sich das hier auch mal für City Skylines downloaden möchte, der kann das gerne tun. Hier ist übrigens auch der Damm, der hier zwar echte Probleme hätte, weil er würde nicht besonders... Hier, übrigens, funktioniert 1A. Muss man sagen. Wirklich, wirklich gut geworden. Gut. So, also wenn sich das mal selber mit den Straßen... Ich feiere das ja absolut, dass das so funktioniert mit den Straßen. Er hat alles genau so gebaut, dass es funktioniert und wie es aussehen soll. Deswegen, nice. Nochmal schön auf Stadtansicht gehen. So. Nein, das sieht scheiße aus. Wir machen diese Stadtansicht. Weiter runter scrollen kann ich gar nicht. Aber egal. Wenn sich diesen Stadtzeuges mal downloaden möchte, guckt im Steam Workshop unter Los Santos GTA 5 oder sowas nach. Da müsste es das eigentlich drunter geben. Wie gesagt, da hat sich jemand sehr viel Mühe mitgegeben. Gut. So, dann wollen wir aber mal zurück in unsere Stadt. Sehe hier nicht. Gut. Jetzt wird bestimmt wieder so eine 10-Stunden-Ladezeit. Naja, Wasserkraftwerk herstellt zwar das Kraftwerk Durian ausrechnen, um das hohen Wasserstand um ordnungsgemäß zu funktionieren. Ja, nee, ist klar. Ist logisch, ne? So, Pause drücken. Und schon sind wir zurück in unserer Einöde von Stadt. Spaß beiseite, wir haben hier 9 Millionen Dämme platziert. Das war, glaube ich, aus dem letzten Stream, wo hinterher Kevin noch dabei war. Und der hier entsprechend nur Chaos veranstaltet hat. Erinnere ich mich da richtig? Sehe ich das richtig, dass wir unsere Stadt hier so ein bisschen geschrottet haben? Wo ist denn die Stromversorgung eigentlich hin? Eigentlich sollte dieser dann das dann versorgen. Aber wir haben nicht genügend Strom. Oh! Ich wundere. Aber es liegt ja daran, dass wir diese Dämme natürlich überall gebaut haben, die jetzt hier natürlich absolut überflüssig sind, weil sie eh nicht funktionieren, ne? Dieses Gebäude kann weg und dieses Gebäude bitte auch. Das da kann eigentlich stehen bleiben, machen wir trotzdem weg, wird eh überbewertet. Und jetzt müssen wir nur noch mal uns darum kümmern, dass wir möglichst genügend Strom kriegen. Wir haben in der letzten Folge ja so ein bisschen durcheinander gemacht. Ist denn hier unten los? Die Müllhalden überfüllt. Autsch. Hoppala, und die wird gerade entleert. Ja, sehr gut. Wo haben wir denn unsere ganzen Müllteile hingeschmissen? Ist das alles? Wirst du ja Müllentsorgung haben, eine Müllverbrennungsanlage und... Hä? What? Please not. Hier oben haben wir auf jeden Fall mal so einen größeren Stadtteil hingeklatscht, der natürlich jetzt gerade an Stromverlust nahezu am Verrecken ist. Hier haben wir so ein bisschen Autobahnabfahrt geübt und naja, sagen wir mal, wir haben es geschafft, aber auch wenn das nicht so ganz der Wahrheit entspricht. So, das muss ich mal eben raus haben. Meine Güte, wir haben keinen Strom in unserer Stadt. Wir müssen uns mal kurz was improvisieren. Wir produzieren 351 und gebraucht werden
1338. Eigentlich theoretisch kein Problem, allerdings fallen natürlich trotzdem Gebiete aus, weil das Spiel das so gerne hätte. Ich habe so das Gefühl, wir müssen unsere Ölkraftwerke mal irgendwo dahin positionieren, wo sie auch beliefert werden könnten. Ach, da haben wir die ganzen Müllhallen hingeklatscht. Ach so, okay. Weil das hier ist noch nicht freigeschaltet, das Solarkraftwerk, was ich normalerweise ganz gerne bauen würde. Aber das produziert natürlich nicht, beziehungsweise können wir noch nicht bauen, weil es noch nicht freigeschaltet ist. Weil wir kein Geld haben. Mist. Naja, egal. So, wir müssen uns erstmal überlegen, wie wir jetzt Strom in die Stadt reinkriegen. Wir könnten sagen, wir bauen hier unten irgendwo die Ölkraftwerke hin. Das Problem ist natürlich einfach. Busnebenstraße, Ort ist bereits belegt. Da könnten wir eins hinbauen. Denn das Problem ist natürlich bei den Ölkraftwerken, die hier oben stehen. Die werden nicht rechtzeitig beliefert. Wenn ich mir das hier so angucke, denn wir haben absolut Verkehrschaos, um es mal so auszudrücken. Hier führt eine Abfahrt rein, da führt eine Abfahrt rein. Fährt jetzt hier gerade irgendwie so ein nach Copyshop? Nein. Der da nach Haustechnik? Nein. Also man sieht schon, ich glaube hier diese Ölkraftwerke stehen einfach vollkommen falsch, denn die werden zu selten beliefert. Der nächste Punkt ist, wird der Damm, ist der überhaupt in Betrieb? Nein, der ist natürlich außer Betrieb. Der würde natürlich ausreichend Strom theoretisch erzeugen. Wir können ja mal gerade nachgucken, wie viel der erzeugen würde. Aber diese Multigeschosche. Ach komm, klatsch mal 10 Meter da drunter. 16 Megawatt würde da produzieren, sagen wir mal oberhalb von dem Teil. Ach, Gefälle zu steil. Sag doch mal irgendwo was, wo ich jetzt gucken kann. Da ging's doch. Auch nur 16 Megawatt. Also irgendwie ist ja an diesem Fluss hier nicht genügend, nicht effizient einen Damm zu bauen, wenn ich mir das so angucke. Können wir den eigentlich auch irgendwann wegreißen. In erster Linie gehen wir natürlich jetzt erstmal da drauf und sagen, den auszuschalten, weil sonst kostet der uns ja nur Geld. Das wollen wir ja nicht. Müssen wir gerade überlegen, wo wir denn jetzt effizient Strom hinkriegen, hinkriegen. Wir haben jetzt hier hinten natürlich unsere Premium-Brücke gebaut, die natürlich hier hinten dran auch effizient angeschlossen ist. Das kann man ja anders nicht sagen. Das heißt, von der Autobahn runter, eigentlich müssten wir hier natürlich nochmal so Straßen bauen, wenn ich mir das so angucke. Gehen wir mal auf Autobahn. Du mach mal Abfahrt darunter. So. Und du mach mal Auffahrt darauf. Dann stimmt das schon. So. Auf jeden Fall müssten jetzt die Autobahn hier müsste jetzt also funktionieren. Das wäre ja kein Problem. Das heißt, dummerweise, dass wir immer noch absoluten Verkehrsstau haben und immer noch die Feuerwehr nicht durchkommt. Das ist doch schlecht. Hier ist einiges abgebrannt, habe ich so das Gefühl. Wir müssten hier unten dringend mal mit der Feuerwehr ein bisschen arbeiten. Die brauchen eine eigene. Ich glaube, alles andere hat keinen Zweck. Ach ja. Mal überlegen, wie können wir das denn hier jetzt effizienter machen? Weil die Straße ist weg und das heißt, die despawnen jetzt so gerade. Wenn ich die... Wie das auch kann. Wie machen wir's? Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt hier auf diese Seite... Wenn ich jetzt auf diese Seite die Stromversorgung nochmal hinklatsche, nochmal Ölkraftwerke hinsetze, theoretisch wäre das ja dann kein Problem. Praktisch gesehen schon, weil hier absolut Stau ist immer. Ich wüsste auch nicht, aus welcher Richtung die Öl-LKWs kommen würden. Hier ist ja gerade so ein schöner Stau. Ist das vielleicht einer, der zum Kraftwerk möchte? Öl-LKW. Besitzer? Naja, keine Ahnung. Exportiert Ölprodukte, vielleicht fährt er ja hinten in die Stadt und zu einem dieser Kraftwerke, ich weiß nicht genau, was die Meldung heißt, aber macht ja nichts. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal ganz simpel. Wir klatschen dort eine Autobahnabfahrt dran, dort eine Autobahnrauffahrt. Rauffahrt ist übrigens auch Premium, aber egal. Hier klatschen wir jetzt einfach nur eine Straße hin. So. Von der aus man nach dort auf die Autobahn drauf kann und von diesem Gedöns hier könnte man theoretisch auch so da hinten wieder dran fahren. Müsste jetzt also funktionieren. Und eine Auffahrt von dem nach dort müssten wir eigentlich auch bauen. Hier möchte ich mal eben einfach Kraftwerke hinstellen, das ist so mein Plan. Ist jetzt natürlich nicht so besonders viel Platz. Wir können natürlich ja auch noch sagen, wir klatschen die Straße so ein bisschen in die Richtung. Hauptsache, wir klatschen erstmal irgendwo Kraftwerke hin, damit die Stromversorgung gesichert ist. Das Schöne an der Stromversorgung ist ja schlichtweg, wir müssten sie nicht großartig, weil einmal eine Stromleitung anschließen und schon transportierst du es überall her, dass wir damit keine Probleme haben sollen.
Wir klatschen jetzt einfach mal hier ein Ölkraftwerk. Das produziert auf jeden Fall mal genügend Strom, um die Stromversorgung sicherzustellen. Zumindest wenn das jetzt hier gleich... Ah, jetzt, genau. Jetzt ist es im Betrieb, das heißt, die Stromversorgung müsste komplett problemlos funktionieren. Und damit automatisch auch die Abwasserversorgung, oder? Ja. Funktioniert wieder. Oder? Nicht schnell genug. Die haben immer noch keinen Strom. Wollt ihr mich verarschen? Ach so, weil wir den Damm weggerissen haben. Na ja, gut. Na gut. Schließen wir das mal an. Die Abwasserversorgung sollte jetzt auch noch funktionieren. Sehr gut. Funktioniert es auch. Jetzt haben wir hinten natürlich so einen Haufen. Netter toter Leute. Ganz doof. Denn, wisst ihr was? Machen wir eben das Gebäude, klatschen wir mal eben für 10.000 Dollar. Ganz woanders hin. So. Gut. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Friedhöfe zentralisieren würden. Strom, 480 Kilowatt, na, keine Ahnung. Wir können ja mal uns überlegen, ob wir nicht irgendwo noch ein Krematorium hinsetzen. Ich habe so das Gefühl, im Moment überfordert sich diese Stadt hier gerade selber an toten Menschen. Denn die leben ja nicht besonders lange, die netten Herrschaften. Was ein Problem darstellt. Meine Güte, slow life. Aber so weit von. Danke mal. Ach so. Da will er hin. Okay. Steht noch eine Woche im Stau. Das ist damals bei SimCity auch nie funktioniert. Ich verstehe nicht, warum die Einsatzfahrzeuge nie durchfahren, wenn irgendwas ist. Hier übrigens mal eben die grafische Darstellung des First-Person-Modus. Wir stellen uns. Okay, das sieht mit dem Müllwagen natürlich ein bisschen doof aus. Best Tab zum Raustappen. Wir nehmen uns mal ein anderes, simples Fahrzeug, was wir jetzt einfach mal eben. Okay, das steht natürlich jetzt doberweise im Stau. Egal. Wir haben sie ja die Zeit. Ich nehme es jetzt noch nicht so ernst. Und es hat geparkt, Mann. Ich möchte mal ein Fahrzeug nehmen, was jetzt hier gerade versucht, da irgendwie auf die Brücke da hinten drauf zu kommen. Ruhig so ein. Ja, nehmen wir den LKW hier. So. Ampel. Die Ampel hier beispielsweise würde ich auch gleich abreißen. Einfach weil sie Platz wegnimmt. Waldprodukte nach Stumpfreich. Schön, ich finde den First Person Mode echt klasse. Wo fährt er hin? Ha, alles dreht sich. Und wir stehen im Stau. Und jetzt können wir mal feststellen, wie lange hier tatsächlich Fahrzeuge im Stau stehen. Und da sehen wir jetzt schon beispielsweise den Punkt. Nein, das wollte ich nicht. So. Sehen wir jetzt beispielsweise. Oh, wir sind ja schon hier. Jetzt sehen wir beispielsweise den Punkt, den ich meinte. Diese Ampel hier beispielsweise wäre vollkommen überflüssig. Ich frag mich aber nicht, wie ich diese Ampeln abreißen kann. Das habe ich nämlich noch nicht rausgefunden. Der Mod ist ja installiert. Yes, of course. Das Problem ist nur, ich weiß noch nicht so ganz, wie man diese Ampeln tatsächlich abreißt, wenn man den Mod drin hat. Ich meine, das würde... Da! Traffic Lights Falls. Da kannst du welche hinbauen oder welche... Ah, okay. Hier kommen auch keine Traffic Lights hin. Ne? Die können weg. Die werden überbewertet. Und hier unten natürlich entsprechend, warum ist es hier raus? Achso, das ist nur die Autobahn, die nicht angeschlossen ist. Wo müssten denn noch keine hin? Hier müssten keine hin. Das ist nämlich schnitzfried, egal wie hier welche Autos fahren. Hier müssen keine Traffic Lights hin. Und hier oben erst recht nicht. Da können, brauchen keine hin. False, false and false. Sehr gut. Dann müsste der Verkehr jetzt hier ein Stück weit flüssiger laufen. Weil die jetzt schneller auf die Autobahn drauf können. Und dadurch, dass hier einfach die ganze Zeit rechts vor links gilt und die sich anpassen, sollte sich der Verkehrsstau deutlich minimieren. Zumindest hoffe ich das. Und es tut es auch eigentlich ganz gut. Denn die Ampeln regulieren das zu langsam, habe ich so das Gefühl. Hier gibt es keine Ampeln, da gibt es keine Ampeln. Eigentlich sind Ampeln gar nicht so zwingend notwendig, wenn man sich das immer vorstellt. Des Weiteren würde ich ganz gerne noch irgendwo einen verdammten Friedhof hinsetzen, meine Güte, so, da. Klappe. Hier ist es offiziell jetzt verboten. Keinen Friedhof zu haben. Wir müssen hier mal irgendwo... Ist offiziell verboten zu sterben, meinetwegen sogar. Nein, Spaß beiseite. Das kann weg. Dieses kleine Industriegebiet, sag ich schon wieder. Dieses kleine Gewerbegebiet natürlich auch. Und das Stadt kann auch weg.
Das da kann auch weg. Und das auch. So. Dann müssten wir jetzt hier nur noch überall wieder diese Großgebiete ausweisen. Was ist das denn? Nicht das, was es sein sollte. Das kann dahin, das kann dahin, das kann dahin. Und das hier natürlich auch. Entsprechend sind das hier alles wieder große Gebiete. Wir wollen ja unsere Stadt ausbauen und nicht kleiner machen. So. Funktioniert. Hoffentlich. Tut es auch. Tatsächlich. Alle Gebäude verschwinden und ein paar neue entstehen. Unsere Stadt sinkt so ein bisschen, was die Einwohnerzahl angeht, aber wir machen im Moment auch 28.000 pro Tag, pro Woche. Was natürlich auch vollkommen ausreichend wäre. Jetzt haben wir hier so ein schönes Autobahnkreuz, das müsste funktioniert einwandfrei im Moment. Eigentlich müssten wir hier eine fette Autobahn durchklatschen. So leid mir das tut, aber wir haben das hier hinten auch gemacht. Im Komplettwohngebiet. Wir müssten eigentlich eine komplette Autobahn überall hier durchklatschen. Weil, ohne Spaß, das hier ist ein echtes Problem. Natürlich ist es vor allen Dingen richtig doof, die ganzen Fahrzeuge in die Stadt reinfahren zu lassen, vom Industriegebiet. Wir müssen hier eine Autobahn durchklatschen. Man fragt mich nicht wie. Erster Linie, ich habe einen Plan. Achso, wir haben noch nichts weiteres reingeschaltet. Verdammt! Denn mein Plan wäre jetzt zu sagen, wir nehmen uns diese Autobahn, lassen die auch geradeaus fahren. Schließen die da hinten wieder an, oder da direkt, weil das ist eigentlich plus minus null, weil diese Autobahn keinen Fanmatch nutzen, weil die abgeworfen ist. Übrigens auch gut für ein Terraform-Tool, wenn wir das hier runtersetzen oder das da hochsetzen, funktioniert das wieder. Das Terraform-Tool ist übrigens das hier, ne? Was hat denn hier eigentlich? Weiß ich nicht. Naja, egal, die restlichen Sachen hier erklären sich eigentlich ganz gut. So, wir haben immer noch einen Haufen Tote, die hier beschwert sich immer noch über Lautstärke und deswegen würde ich ganz gerne diese Stadtautobahn, die wir in die Mitte gesetzt haben, natürlich schon so ein bisschen mit einer Schallschutzwand ersetzen. Also mit einer Schallschutzwand ausbauen. Und das Ding hier natürlich auch. Ist dann einfach eine Autobahn, die da als Abfahrt funktioniert. Aber ist mir ja schnuppe, Hauptsache es funktioniert. So, bis dahin erstmal und dann natürlich die andere Richtung auch. Müsste alles noch wundervoll funktionieren. Das auch. Alles mit Lärmschutzwand zu klatschen. Da ist es schon. Und damit müsste jetzt hier zumindest mal die Lautstärkeregulierung ein bisschen in den Keller gegangen sein. Das war vermutlich einfach extrem laut. Das kann man sich ja gut vorstellen. Da hinten ist auch ein bisschen was geplatzt. Vor lauter Freude über die neue Autobahn. Da auch. Ich finde, wenn man Autobahn ausbaut, muss man nicht auf die Richtung achten. Da fuhr ein lautes Auto. Weil eins ganz Gutes hier in dieser Straße. Normal ist das hier voll Verkehr. Mein Gott. War Automatik. Heute mal nicht. Schön. Das Ding hier haben wir normalerweise auch ausgebaut. Also machen wir auch. So, ist eine Autobahn. Wer hier drauf fährt, darf 100 fahren. 100. Wer hier drauf fährt, ist selber schuld. Ist da was? Was passiert denn, wenn ich jetzt hier bitte? Das mal wegnehme. Und einfach alle fahren lasse. Heilloses Durcheinander. Verkehrsunfälle bauen die ja eh nicht. Minimiert sich der Stau dadurch oder wird da nur noch schöner? Alle, die hier direkt auf die Autobahn drauf wollen, warum muss ich die komplett in die Stadt reinfahren lassen? Das will ich gar nicht. Ich will die nicht in die Stadt reinfahren lassen. Dafür ist diese Straße... Die Straße will ich wieder auf... Downgrade. Das ist wieder eine ganz normale Scheißstraße. Ganz normale Straße. So. Und das da kommt weg. Jetzt machen wir das so, dass wir das auch wegreißen und das auch wegreißen. Jetzt nehmen wir uns wieder diesen Autobahn-Gedöns mit freier Wahl. Der ab hier. Oder ab, meinetwegen. Ja, nein, nein, so, ab hier. So. Und sich dann dort dran anschließen. Sieht doof aus, merke ich gerade. Müssen wir nochmal kurz korrigieren. So. Sieht besser aus, aber immer noch nicht perfekt, aber immerhin. Schließt sich jetzt einfach daran an. Das heißt, alle Fahrzeuge, die hier herfahren, auch ohne Ampel, müsste das einwandfrei funktionieren, die alle darüber fahren zu lassen, ne? Genau, alle, die auf die Autobahn wollen, fahren jetzt dort her. Jetzt haben wir natürlich einen Großteil unserer Grundstücke abgerissen. Das müssen wir natürlich mal ganz kurz wieder korrigieren. Natürlich ist ja auch hier wieder ein Geschäftsviertel. Dahin bitte. Und danach müsste es aber hier wieder einwandfrei funktionieren.
So. Stadt ein Stück weit abgerissen, Stadt wird nochmal neu gebaut und dann funktioniert wieder einiges ein bisschen besser. Meine Güte. Furchtbar. Furchtbar, dieser Verkehrschaos. Dieses Verkehrschaos, nicht dieser Verkehrschaos. Ist da was? Wobei, nein, ich entleere die noch nicht. Das hat ein Problem. Denn wenn die, ich wollte ja eigentlich, dass die auf die Autobahn fahren und dann hier hinten rum da hinten hinfahren. Tun sie nur nicht, weil diese Autobahn halt nun mal verstopft ist. Wir müssen dringend mehr Einwohner erreichen. Ab wie viel Einwohner kriegen wir die nächste? Oh, 32.000. Ach du Scheiße. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen auf Einwohner setzen. Und das hier ist definitiv keine Abbiegespur. Schritt 1. Wir machen das mal eben zur Einbahnstraße. Ja gut. Hab ich gesagt, dass das funktioniert? Ja, hab ich. Einbahnstraße, nein. Was passiert, wenn ich hier Tab drücke? Meine Güte. Also so rum wollte ich die Einbahnstraße eigentlich nicht haben. Irgendwie konnte man das doch einstellen, in welche Richtung die gehen soll. Im Moment geht sie nur in die Richtung. Okay. Und dann geht die im Moment nur in die Richtung. Finde ich relativ simpel, machen wir das halt einfach so. So, jetzt müssen alle in die andere Richtung fahren. Und hier machen wir, natürlich, weil wir praktisch denken, unter Verkehrsfluss auch diese Scheißampel weg. Die stört nämlich nur. Und dann müsste das jetzt hier langsam, aber sicher problemlos funktionieren, wenn halt eben einmal der Stau abgeflossen ist. Und warum ist hier unten eine Ampel? Will dort keine Ampel, weg mit der Ampel. Ampel nicht genehmigt. Müsste gleich einfach funktionieren. Genauso wie wir hier natürlich das Ding auch als Einbahnstraße ausweisen können. Allerdings nicht in die Richtung, das ist Bullshit. Das. Nein. Ja. Nein. So. Muss ich verarschen? Das da. So. Steht. Dann können wir als Gebiet das wieder ausweisen. Das da auch. Da müsste jetzt eigentlich alles funktionieren, sobald wir hier wieder die nächste Ampel dichtet haben. Wieso wollen die immer Ampeln haben? Meine Güte. Scheiß doch was auf Ampeln. Alle, die jetzt hierher kommen, müssen natürlich einmal drehen. Einmal gibt es hier Stau, einmal gibt es Chaos. Aber macht ja nichts. Was hat der hier vor? Ach, der will einfach nur wieder in die Richtung. Okay. Auf die Autobahn hier gibt es natürlich dummerweise auch keine Auffahrt, ne? Die gibt es nur da hinten. Gibt natürlich auch Verkehrschaos, Ruf 10, aber alle, die halt in die Richtung wollen, fahren daher. Dann machen wir jetzt hier mal eben nochmal eine Auffahrt drauf. Hauptsache, das gibt Probleme weniger. Und nein, hier soll keine Ampel hin. Spiel, lass die Ampeln aus. Alle, die auf die Autobahn wollen, können dort jetzt gerne herfahren. Also die kommen dann von hier und müssen auf die Autobahn. So ist es geplant. Hier steht natürlich jetzt im Moment absolut alles. Hier gibt es noch eine Ampel, ne? Entsprechend steht sehr oft sehr alles. Ich will hier keine Ampel haben. Ich hasse diese Ampel in dieser Stadt. Reißt sie alle raus. Hier gibt es keine Ampel. Fahrt wie ihr wollt. Mir ist shit egal. Ihr baut ja keine Unfälle, deswegen ist es nicht sonderlich tragisch, wenn es hier mal keine Ampeln gibt. Hier der Stau ist eigentlich größtenteils schon mal weg. Hier hinten verrecken die Leute gerade an was? Kranke Bürger. Woran liegt's? An der Nähe zum Industriegebiet? Weiß nicht, müssen wir mal hinten überprüfen. Und an dem großen Müllaufkommen. Wir müssen hier dringend den Müll aus der Stadt rauskriegen. Wenn ich mir das hier so ernsthaft angucke, überlege ich gerade, ob wir das nicht so machen wollen. Dass wir uns jetzt sagen, wir nehmen uns hier mal eben eine Müllplanung vor. Okay, wir machen es einfach als gerade Strecke. So. Eine Autobahnauffahrt und eine Autobahnabfahrt wieder. Denn geplant ist jetzt meinetwegen, dass alle Müllwagen, die von hier hinten kommen, und die gibt es ja hier hinten. Ah, hier hinten werden die Dings auch beliefert. Sehe ich das richtig? Im Normalbetrieb. Jawohl, dann klatschen wir alle Stromkraftwerke gleich da hinten hin, da werden sie schneller beliefert. Von dieser Müllversorgungstrasse, die hier hinten lagert, sollen mir am liebsten alle Müllfahrzeuge durch dieses Verkehrschaos geradeaus hier hinten rumfahren
Hier liegen natürlich auch noch Mülldeponien, praktischerweise. Und dort dann auf die Autobahn, hier hinten einfach geradeaus fahren, hier rum und dann hier ins Wohngebiet, um hier hinten dieses Chaos rauszukriegen. Was übrigens auch zur Folge hat, dass ich jetzt mal mir überlege, ob ich hier nicht auch noch ein paar Ampeln rausschmeiße. Da muss keiner ablenken, da auch nicht, 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 da auch nicht. All diese Zubringerstraßen müssen mal endlich frei sein und die Autobahn kriegt keine Ampeln. Nee. Steht doch schon in der Straßenverkehrsordnung, dass Autobahnen keine Ampeln haben. So, sehr gut. Das ist so mein Plan. Deswegen haben wir jetzt da hinten diese Möglichkeit geschaffen, dass die Müllfahrzeuge so fahren können. Ob sie es machen, ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir stehen lieber hier im Stau. Und jetzt fahren sie natürlich, Gott sei Dank, wenigstens ab und zu mal durch die Stadt.